Hallo und willkommen zum heutigen Minecraft Town S2 mit dem Daniel. Hallo. Hallöchen. Na du? Na. So, seit unserer letzten Aufnahme hat sich ein bisschen was getan. Ich habe so eine richtig fette, geile Brücke vor die Nase gesetzt bekommen. Jo. Bin auch hier schon direkt angebunden an den Weg. Da und da. Wird zwar, denke ich mal, alles noch ein bisschen besser gemacht, aber wir haben schon mal eine Anbindung. Ja. So, dann haben wir, wir hatten ja geupdatet auf das neue, beziehungsweise halt auf die neueste Version vom DNS-Pack. Da sind dann die Big Reactor dazugekommen. Ich habe mich ein bisschen mit einem Lagersystem auseinandergesetzt. Habe dann jetzt auch eins gebaut, was ich früher schon mal in B-Team gebaut habe. Was allerdings erstens fast meine ganzen Ressourcen aufgefressen hat. What? Ja. Alter. Und zweitens ich auch ewig probieren musste, weil es nämlich nicht mehr so einfach funktioniert, wie es früher mal funktioniert hat. Aber dazu werde ich die Tage definitiv noch ein Tutorial machen und werde euch das auch mit veröffentlichen, weil es ganz einfach doch im Gegensatz zum ME-Lager in diesem Pack relativ kostengünstig ist. Also ich kann jetzt quasi ganz normal ja auch aufrufen und kann halt gucken, was habe ich drinne, kann mir das Zeug auch bestellen und gelagert wird das Ganze ganz fachgerecht in Kisten. Hier. Die sogenannte wilde Lagerhaltung. Na, wird also alles ganz normal hier in die Kisten reingeschmissen und da kann ich mir das dann immer rausziehen. Ist auch relativ leicht zu vergrößern, das Ganze, also das ist kein Problem. Mal gucken wollen. Ach, jetzt weiß ich, warum meine Maus hier die ganze Zeit rumspackt. Ich bin halb von meinem Mauspad runter gewesen. Mhm. Ja, so eins ist das. Dafür braucht man denn diese komischen Rooted Interface Pipes. Oioioi. Wo bist du? Transport Pipes. Ja, gar nicht so kompliziert. Ich sehe zwar, dass du bei mir bist, aber wo bist du? Unten oder oben? Unten. Ach so, unten. Na gut, du hast halt oben. Hier oben hast du halt... Alter, wieso überdreht meine Maus halt so? Vorhin schon bei Warvision. Also hier kannst du draufdrücken auf die Pipe. Dann siehst du, was im Lager ist. Ach so, quasi wie dieses Logistical Pipes, bloß ein bisschen anders. Genau, und hier kann ich alles reinschmeißen und es wird einsortiert. Braucht der Strom? Nein. Cool. Hier schmeiße ich einfach alles in die Kiste rein und es wird alles einsortiert. Hier, das ist die Eingangs... In die große Kiste, genau. Große. Und darunter sind einfach so eine Interface-Pipes. Genau. Eigentlich relativ simpel, das Lager. Aber doch effektiv. Ja, du brauchst dann halt auch noch diese Chips dazu und so weiter, also... Einfach ist es nicht. Aber wie gesagt, da mache ich auf jeden Fall noch ein Tutorial dazu und dann sollte das, denke ich, passen. Die Farmwelt haben wir auch resettet. Dadurch, dass wir Big Reactors eingefügt haben, kommt ja auch das Yellow Ride und so ein Scheiß dazu. Deswegen haben wir die Farmwelt resettet. Ich habe natürlich dann vorhin die Quarry auch gleich wieder hingesetzt. Ist natürlich jetzt noch ziemlich weit oben. Und halt ein bisschen weiter weg vom Portal, weil ganz einfach die Farmwelt ist ja für alle. Dass man ganz einfach nicht gleich beim Portal alles zerlegen. Alter. Was denn? Das ist ja... Im Pipes, das ist ja... ja. Das ist eine sehr crafty Aufgabe, Alter. Ja. Deswegen habe ich das so... Sehr. Deswegen habe ich das so... So nebenbei mal mitgemacht. Werde allerdings dann auch... wie gesagt, ich mache auf jeden Fall noch ein Tutorial drüber. Was dann jetzt die Tage reinkommt. Ist eigentlich im Großen und Ganzen relativ simpel. Friends. Ja. So. Aber ich will mich trotzdem an diesem Kristalle züchten versuchen. Ich will ein bisschen Meth kochen und so. Ja, das Kristalle züchten, das müssen wir ja früher oder später so oder so machen. Ja. Ich möchte später auch das ME-Lager haben, ja, aber... Achso, fürs ME. Aber halt momentan ist das halt für mich noch ein bisschen zu viel, bin ich der Meinung. Nö, ist ein Monster in der Nähe.
Du kannst zuschlagen. Ich war schon gelegen. Was für Kristalle braucht man denn dafür? M-M-E. M-E, komm. Ja, du musst da Glowstone, Redstone und irgendeinen Dust in einem Becken voller Wasser schmeißen. Hä? Okay. Ja. M-E. Mal anders. Controller. Ja, ich wollte gerade sagen, gib einfach Controller ein. ME-Controller. Dafür braucht man diese Pure Fluix. Drop a Fluix Seed made from Fluix Dust and Sand into a puddle of water. To make the process faster and add quests and grow. Was nochmal? Was sollst du ins Wasser hauen? Fluix Seed. Made from Fluix Dust und Sand. In eine Flasche Wasser. Nee, das ist kein Wasser, das ist, das ist, puddle of water. Ja, das ist einfach nur hier so ein kleines Wasserbecken. Puddle, ich habe Buddel gelesen. Puddle. Ja, das also Problem Sand, ist, das Problem Fluix ist, diesen Fluix Crystal, den kriegt, diesen Fluix, das kriegst du auch nicht so einfach. So, drop ein Certus, ein Charged Certus Quarz, ein Nether Quarz und ein Redstone Dust ins Wasser, dann kriegst du so einen. So, du brauchst aber diese Charged Certus Quarz. Also es gibt zwei verschiedene Certus Quarz, ne? Einmal so ein komisches Blitzendes und einmal so ein normales. Und du brauchst immer dieses Blitzenden. Kriegt man das denn bitte hier? Habe ich auch noch nicht gefunden. So scheiße. Kann man das vielleicht auch selber machen? Laser Drill Precharge. Certus Quarz. Charged. Charged Certus Quartz is crafted by inserting an uncharged Certus Quartz Crystal into a Charger. Okay, also kannst du es sozusagen selber machen. Charger. Wireless Charger. Dodge. Laser Drill. Universal Charger. Alter, Creeper, hau von meiner Brücke ab. Toll. Junge. Und für diesen Charger brauchst du wieder diese Fluix Crystals. Ja, nee, ist klar. Ein Teufelskreis. Also fast unmöglich, diesen Kram zu machen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Nee, ist es eben nicht. Du musst halt erstmal so ein Charged Zeug finden. Charged. Ich hatte sowieso mal vor, auf Höhlentour zu gehen. Dann laufe ich mal, wenn ich mich ja mit Nahrung und so ausgestattet habe, mal durch ein paar Höhlen und guck, ob ich sowas finde, eventuell. Na, auf Höhlentour gehe ich nicht, wenn, dann gehe ich rüber in die Mining Area. Ist ja langweilig. Aber Essensfarmen wäre so langsam auch mal eine Möglichkeit, ne? Ich habe eine, kleine. Ja. Wirft aber nicht so viel ab. Noch nicht. Geht das hier auch mit dem Mehl? Das wird ja, geht. Super easy. Yeah. Das geht. Was wollte ich jetzt gucken? Läuft. Ich habe schon wieder vergessen, was ich jetzt gucken wollte. Golden, eine normale Schere. Plastik. Factory Block. Nein! Scheiß Creeper. Aber die Rezepte hier sind aber leichter, ne? Wie sonst. Aha. Oh, scheiß Wichsviech, ey. Hat mir vorhin meine Seite von meinem Haus weggesprengt. Scheiß Sprengpenis, ey. Der Creeper? Ich hasse sie. Böser Creeper. So. Okay. Das Essen wächst aber auch langsam, ey. Das ist manchmal etwas ätzend. Geht. Ja, aber so ab und zu ist es dann schon mal ein bisschen ätzend. Alter, der hat doch was von meinem Glas weggesprengt. So ein Wichspenis da. Okay. So. Redstone, eine. Oh, schon zwei Stacks Kaktussen. Ja, geh doch.
2 und 6. Sehr schön. Na, findest du es? So. Wieder heil. Was wollte ich jetzt? Bin noch ein Loch im Haus. Na super. Genau, du hast eine Sprengung gehabt. Holz. War das Richtige. Warum ist das so dunkel? Wer? Hier, bei mir. Achso, weil die Wolken hier wieder am Weg rumhängen. Das erklärt vieles. Was habe ich denn dafür ins Spruce-Wood hatte ich da? Okay. Was habe ich noch? Ja, das ist Rubber, das ist auch Rubber. Ich will Spruce. Das ist auch Rubber. Spruce da. Upp, falsch. Kacke. Nö. So, und... Hoffentlich geht ja auch. So, habe ich Glas. Brauche ich einmal 8. So. Schau, ob das geht. Man sollte es eventuell auch andrücken, was man haben möchte. Mhm. Cool, es gibt auf jeden Fall Steel Tanks. Ach, da ist der von Open Block. Ah, da brauche ich Obsidian, das habe ich noch nicht. Den hatte ich eigentlich gesucht. Eigentlich, aber... Den habe ich übersehen. So, schauen wir mal, ob das auch funktioniert. Achso, ich brauche noch ein Bucket. Wenigstens muss ich nicht mehr überall in den Kisten rumsuchen, wo mein Zeug ist. Ach, jo. Was haben wir denn hier noch so? Zero-Soko Battle, Advanced HS Rail, Advanced Rail. Was ich erst mitgebracht habe aus diesem Dorf, ey. Wooden Tie. Rolling Machine. Buffer Stop Track. Working Card. Minecarts und ganz viele Schienen. Hallo. So. Eine Eisenbahn bauen über die Brücke rüber. Ja, genau. Wird eigentlich reichen, oder? Macher, die wird ja viel zu langsam, da brauchen wir ja diese Booster Rates und ich habe keine Ahnung von hier dem Kram hier, weil wie heißt das noch hier, Minecraft Mod hier, wie heißt der? Raycraft oder so, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Alter, das ist um 10 Uhr hier bei mir so dunkel, wie jetzt wenn es dämmert, das ist echt heftig. Hier echt wolkig in Minecraft. Muss man deine Dings vorstellen, deine... Auflösung. Hallo? Okay, das heißt... Das ist aber scheiße. Wenn ich ihn abbaue... Ist er leer. Blöde, 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 blöde. So. Erstmal Inventar leer. Rupfen, rupfen, rupfen und... Fackeln und ein bisschen Essen mitnehmen und dann ein bisschen farmen gehen. Also, weg. Weg, weg, weg. Voll. Back, 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 ich lasse lieber back, farmen. Back. Ah, die Kiste hat noch Platz. Den brauche ich jetzt Kohle. Da habe ich Kohle und irgendwo habe ich noch Sticks. Theoretisch habe ich jetzt Sticks, natürlich nicht. Der Server reagiert schon wieder nicht. Doch. Ich habe gerade Bäume abgebaut, die bauen sich nicht ab. Ja, obwohl das neckt noch zwischendurch, ja, das stimmt. Ich gerade eben auch. So, ein paar Fackeln. Das war ein paar zu viel. Egal. Die schmeiße ich da noch mit rein. Knochen brauche ich nicht. Die Haue brauche ich nicht. Schaufel und einen Hammer habe ich. Hallo? Backpack. Backpack. Der läuft voll hinterher. Da muss ich mich nachher unbedingt mal drum kümmern. Ein großer Backpack. Big Black Backpack. Cool, das gibt dir normale Rucksäcke. Das ist gut. Ja. Backpack. Das ist der Unterschied. Pen Leader. Da brauche ich einfach nur im Ofen schmeißen, bauen. Oh, what the fuck? So. Also, dafür brauche ich Bounded Leader. Dann nehme ich den Lever für. Das mache ich mit Strings. Hier noch eine Strings. Tiefe.
Rings. Mir gefällt mir das überhaupt nicht. Weil das reicht wohl nicht. Brauche ich erstmal Kühe, die ich töten kann. Mach mir einen normalen Rucksack. Einen kleinen. Brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. Scheiße. So. Zack, zack. Kühe habe ich hier wohl noch nicht getötet. Schade. Ja. Werde ich mich mal auf die Suche begeben. Du hast noch kein Leder gesammelt. Nope. So. So, Kühe, versteckt ihr euch? Ich schaue jetzt gerade mal, ob ich mir eventuell hier oben so ein kleines Fältchen anlegen kann. Mit so einem kleinen sexy Sprinkler. Willst du mich jetzt gerade verarschen? Das passt mir gerade überhaupt nicht. So. Eine Kühe. Wo seid ihr denn alle? Ihr braucht euch nicht verstecken. Ich finde euch trotzdem. Toll, auf die Tanks kann ich, auf die Buildcraft Tanks kannst du nicht raufsetzen, verdammt. Das ist jetzt aber ein bisschen ätzend. Boah, ey, bau dich halt ab, das regt mich voll auf, sowas. Da, cool. Her mit euer Leder. Einsammeln, hallo. Was? Deine erste Kuh, die du getötet hast? Ja, hier in dem Projekt, ja. Du sollst kein Fleisch geben, du sollst mir Leder geben, Arschloch. Verstehe ich trotzdem nicht, dass das Server so nachläuft. Ah, toll. Drei Kühe getötet und nur ein Leder bekommen. Das ist aber eine schwache Ausbeute. Oder ist noch eine Kuh? Ey. Töten wir auch gleich nochmal. Das ist eine schwache Ausbeute. Oh, zwei Leder schon. Fehlen mir nur noch sechs. So, ich will mal gucken. Es läuft aber nur die Hauptwelt hinterher, ne? Ich bin jetzt gerade in der Farmwelt. Instant. Baue ich da auch ab. Mhm. Kann sein, dass ich die große Welt erst wieder aufbauen muss mit den Chunks und so. Ja, weil ich hier gerade rumdüsen bin hier durch die ganze Welt wieder. Drei Leder, nur noch fünf. Kommt, Kühe. Hört euch sowieso alle. Hä? Was blubbert denn hier? Ach, das ist das Wasser. Lol. Blubber, blubber, blubber. Ich kann schon gewundert, was es hier rumblubbert. Ach, hier im Dorf laufen auch Kühe rum. Vielleicht haben die ja Leder hier. Ich glaube nicht, dass sie hier im Dorf Leder haben. Oh. Hier Leder. Spende mir Leder. Yes. Auch nochmal Leder. Ist schon bei 5. Mal nur noch 3. Was kriegst du denn für den Sack? Villager. Ein Rucksack. Also ist hier Villager-Versammlung oder was? Machst du einfach nur aus ganz normalen, Ja. Das kannst du mal im Leder. Einfach nur wie eine Kiste zusammenlegen, oder was? Ja. Aha. Kein Leder. Schade, dass Villager keine Leder geben. Da kommt auch mir genug rum. Sollst du keine Villager töten? Ein noch, komm schon, eine Kuh noch. Eine Kuh oder zwei. Weil ich Pech habe auf drei, aber hier laufen noch zwei. Oh, hier ist Lava. 8. Dann töte ich dich noch. Muss ich auch lohnen jetzt. Auf nach Hause. Dafür brauche ich Obsidian auf jeden Fall. 8 Leder und 11 Fleisch. Toll. Gastank, Gastank.
Auf jeden Fall gibt es einen Gastank. Cool. Alter, ich vermisse die guten alten Zeiten, wo die Kühe einfach nur Leder geschmissen haben immer und da war alles okay. Jetzt meinen die unbedingt Fleisch schmeißen zu müssen. Und manche schmeißen auch gar nichts mehr. Die sterben. Ja, wenn sie gar nichts schmeißen, ist sie ätzend. Wer ist kaputt? Doll. Ich habe noch zwei Leder dazu bekommen. Führt euch jetzt mit der Hand. Dann verkloppe. Ich brauche auf jeden Fall erstmal Obsidian. Wir sterben. Komischerweise. Voll von der Fledermaus verkloppt hier. Jetzt baut er aber ganz normal hier draußen wieder ab und baut auch wieder hin und alles. Irgendwie mysteriös. Sehr mysteriös. Oh, hier rote Blumen. Sehr mysteriös. Das ist wieder ein Fall für Ayman Abdallah. Ja. Galileo Mystery. Wenn du auch dieses Lager bauen willst, dann sammel dir auf jeden Fall schon mal Blumen, ne? So als kleiner Tipp. Blumen, oh mein Gott. Mach ja ein Esoterik-Geschäft auf. Du brauchst rot, du brauchst gelb, du brauchst grün. Ja, okay, grün hast du ja durch deine Kakteen. En masse, ja. Heise. Ole, komm doch mal weg da. Ich will mir jetzt einen Rucksack bauen. Das Brot nehme ich mit. Das Fleisch kommt hier mal rein. Einen Rucksack. Das ist so einer, wo ich mit Rechtsklick drauf kann. Jo. Läuft, würde ich sagen. Wie viel Platz hat der? Doch gut. Der hat noch mal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 3 mal 9 sind 27. 27 Plätze. Das geht aber. Ja, für also 8 Leder ist es okay. Für 8 Leder ist es in Ordnung, ja. Auf jeden Fall. So. So. Etwas schnell aufgesammelt da. Die Brücke gefällt mir aber irgendwie noch nicht so ganz. Ich bin die ganze Zeit schon überlegen. Irgendwas fehlt da noch, aber ich weiß nicht was. Hatte denn gestern auch irgendwann keine Lust mehr. Vor allem hast du ja auch die ganzen Steine gebacken. Ja, natürlich. War noch am überlegen, ob ich hier so das so irgendwie Zäune oder so runterbaue. Immer in gewissen Abständen, aber es aussieht, ob hier noch Seine zwischen wären. Das fehlt, glaube ich, noch. Aber ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das umsetze. Oder ob ich das hier mit den Microblocks mache. Und das schneide. Gibt es hier Microblocks? Hoffentlich. Ja, ja. Ja. Dass wir uns da ganz dünne Microblocks machen. Hier gibt's alles. Oder so mitteldicke und dann hier einmal so runter mit andere Farbe. Ich weiß auch noch nicht, was am nächsten an Stahlseile kommt. Was dazu passt. Am besten wäre so richtiger Stahl, aber das ist viel zu teuer dafür. Ja, müssen wir sich halt mal wirklich mal müssen wir wirklich mal alles durchgucken, was halt am besten ausschauen würde. Lol, hier oben drauf liegt Schnee auf dem höchsten Polar. Echt? Ja. Dann ist es aber schon extrem hoch, ne? Wir sind ja auch eigentlich schon auf einer guten Höhe. Ja, 74, ja, ist schon relativ. Ja, ab in die Farmwelt. Schon relativ hoch. Insta Farmwelt. Insta Farm. Ja, ich baue jetzt gerade mal hier bei mir noch das ein bisschen schicker. Micky Micky. Ja, muss ja auch alles. Ich denn hier mal runter. Muss ja auch alles schön ausschauen, ne? Oh, okay. Drop mich einfach mal straight irgendwo runter. Und pass auf, dass du nicht irgendwo auf Lava triffst. Jo. Das wäre noch so cool. Dreb ich halt. Muss ich mich erstmal auf 13 oder so runterbuddeln oder bis zum Bedrock? Am besten bis zum Bedrock. Weil da haben wir relativ gut Zeug gefunden. So. Erde. Gut, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich danke für euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer einen Daumen nach oben da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.